In diesem Video möchte ich erklären, warum in vielen Programmiersprachen Rotationen und die Vermessung von Winkeln anders funktionieren, als du es vielleicht erwarten würdest. Es liegt daran, dass mit einer anderen Maßeinheit gearbeitet wird als mit Grad. Und zwar mit dem Bogenmaß und der Einheit Radiant oder Englisch Radian. Damit du genauer verstehst, um was es geht und damit du es dir besser merken kannst, würde ich dich einladen, eine Übung zu machen mit einem Bleistift oder noch besser zwei Bleistiften, einem Stück Schnur, wo du an jedem Ende eine Schlaufe knöpfst und einem Blatt Papier. Dann steckst du den ersten Bleistift durch eine Schlaufe und positionierst das die Spitze des Bleistifts auf die Mitte des Papiers und mit dem anderen Ende der Schnur und dem zweiten Bleistift ziehst du einen Kreis darum, möglichst exakt. Und dann versuchst du abzumessen, wie viel Mal du den Radius auf diesen Kreis zeichnen kannst, also wie viel Mal der Radius hat auf dem Kreis Platz. Ich habe es so gemacht, dass ich einen Nullpunkt festlege und dann messe ich auf beide Seiten, weil ich weiß schon, dass es am Ende nicht genau aufgehen wird. Und so kriege ich am Ende ein Stück, einen Rest. Und über den sprechen wir, wenn du das selber auch gemacht hast. Jetzt kannst du das Video anhalten und sobald du das fertig gezeichnet hast, was ich hier begonnen habe, schauen wir zusammen weiter. Okay, so sieht es bei mir aus und ich hoffe bei dir auch. Und du siehst, ich habe einen Rest am unteren Rand und ich habe noch eine Linie durch den Kreis gezogen, um ungefähr diesen Rest in zwei Teile zu teilen. Das war leider nicht so exakt, ist aber nicht schlimm. Und du siehst, dass auf jeder Seite dieser Trennlinie, dass ich den Radius dreimal abmessen konnte. Also insgesamt hat der Radius sechsmal Platz und es gibt einen Rest. Einmal den Radius auf den Kreis gezeichnet, ergibt eine bestimmte Länge auf dem Kreis. Und wenn wir den Anfang und das Ende mit dem Mittelpunkt des Kreises verbinden, dann gibt es so ein Kuchenstück oder einen bestimmten Winkel. Und das ist die Maßeinheit Radiant. Also ein Radiant zeichnet so einen Winkel, der dann das Stück auf dem Kreis segmentiert, wo der Radius darauf Platz hat. Und wenn du jetzt schaust, dann siehst du, dass auf einem Halbkreis drei solche Radianten Platz finden plus eben ein Rest. Und wenn man diesen Rest abmessen würde, dann würden wir sehen, dass es ein Bruchteil des Radius ist, und zwar 0,14 mal der Radius. Jetzt ist es möglich, dass du die Zahl 3,14 schon einmal gehört hast. Es ist sogar ziemlich sicher, dass du das schon einmal gehört hast. Das ist die berühmte Kreiszahl Pi. Hier sind die Fans. Pi ist eine sehr nützliche Zahl, weil mit dieser Zahl es möglich ist, den Kreis zu messen. Und das geht so. Der halbe Kreis misst Pi Radianten, also 3,14 mal die Einheit Radiant, ergibt einen halben Kreis. Oder du kannst sagen, der halbe Kreis, den kannst du mit dem Winkel Pi messen. Und das ist dann eine Alternative zu 180 Grad. Also 180 Grad ist das gleiche wie Pi Radianten. Und der volle Kreis, das ist dann 2 Pi, 2 mal Pi. Nochmal der halbe Kreis und jetzt der Viertelkreis, das ist die Hälfte von Pi. Also
also Pi geteilt durch 2 Radianten. Und damit, das ist die Grundeinstellung für die meisten Programmiersprachen, weil es eben häufig nützlich ist, einen Kreis so einzuteilen, dass du mit halben Kreisen oder mit Viertelkreisen rechnest, und gerade im Zusammenhang mit Sinus und Cosinus ist es eine gute Maßeinheit, oder kann es eine gute Maßeinheit sein. Jetzt ist es so, dass am Screen die Y-Achse des Koordinatensystems umgekehrt ist, und zwar sind die negativen Zahlen, die gehen auf dem Screen nach oben, und die positiven Zahlen, die bewegen eine Position auf dem Screen nach unten. Und das hat für einen Kreis den Effekt, dass wenn ich eine Rotation auf dem Kreis mache, dass ich zuerst im Uhrzeigersinn mich bewege, und der Nullpunkt ist meistens im Osten des Kreises, also auf der rechten Seite, so wie hier eingezeichnet. Und dann, wenn ich eine Rotation mache von einem halben Pi, dann mache ich eine 90-Grad-Rotation, oder ich beschreibe einen Viertelkreis. Und Pi ist dann der Halbkreis, und pardon, jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt. Und 3/4 des Kreises sind Pi plus noch einmal ein halbes Pi. Also ein halber Kreis plus ein Viertelkreis. Oder 2 Pi geteilt durch 3, je nachdem, wie du das schreiben möchtest. Und der volle Kreis sind dann eben 2 Pi, das ist dann wieder zurück auf den Ausgangspunkt, also 0 und 2 Pi, da trifft sich das dann wieder. Jetzt gibt es in den meisten Programmiersprachen fertige Variablen, die dir Pi zurückgeben, weil die Zahl ist schwierig genau festzulegen. Sie hat ganz viele Kommastellen, 3,14, das ist okay jetzt für unsere Zwecke. Aber wenn es präzise sein muss, brauchst du mehr Kommastellen. Und die kriegst du in jeder Programmiersprache. In Pi5 kannst du einfach schreiben Pi, großgeschrieben, oder Half Pi, Englisch Half Pi, mit einem Unterstrich, oder Quarter Pi, für einen Viertel von Pi, oder 2 Pi. Und da gibt es noch das Synonym Tau. 2 Pi und Tau ist das gleiche. Es sind zwei Variablen, und die geben dir den vollen Kreis, oder 2-mal Pi. Und manchmal ist es natürlich auch nützlich, wenn du von diesem Radiantenmaß auf Grad umschalten kannst. Und dafür gibt es ebenfalls eine Einstellung, eine Funktion, die das umstellt. Und die heißt Angle Mode. In Pi5 schreibst du Angle Mode Radians, also groß Radians geschrieben, ohne Anführungszeichen. Und das entspricht der Grundeinstellung. Oder eben Angle Mode Degrees, und nachher kannst du mit Grad rechnen von 0 bis 360.